Damit ein Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hogwarts Legacy mit mir, der Steffi. Wir werden hier festlich empfangen von einigen, ja, einem kleinen Feuerwerk, womit die Schüler hier ihren Spaß haben. Es ist wieder eine Aufnahmesession, neue Aufnahmesession, ja, und ich habe wieder mal vorab ein paar Worte an euch zu richten. Also, die normalen Hintergrundgeräusche wie Kinder kommen rein, machen sich kurzes zu essen, beziehungsweise muss ich dafür Pause machen, oder die Hunde machen mal ihren Krach, weil sie trinken oder hier über den Laminat dackeln. Aber jetzt ist es so, dass ich echt auf ein Paket warte, was sehr, sehr wichtig ist. Und ich konnte die Aufnahme jetzt nicht verschieben. Deshalb kann es sein, dass ich da dann eine Unterbrechung habe, weil ich das Paket eben annehmen muss dann, ne? Und ja, will ich nur schon mal vorwarnen, dass es sein kann. Muss nicht, kann sein. Des Weiteren hört man, ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund hört. Ich hoffe es nicht. Aber ihr habt, ich glaube, während dieses Let's Play läuft, ist, glaube ich, Winter. So, ich kann euch aber sagen, es ist gerade bei mir Sommer, während ich das aufnehme. Ja, deshalb muss ich jetzt gerade wirklich einen Ventilator anhaben, der teilweise echt laut dann zwischendurch ist. Und es kann sein, dass man den im Hintergrund hört oder auch zwischendurch hört. Das Aufnahmeprogramm oder irgendein Programm, was auch, ja, dafür verantwortlich ist, dass ich immer, wenn ich die Folge begrüße, dass meine Stimme irgendwie verschluckt wird, das versucht, diese Hintergrundgeräusche rauszufiltern und zu unterdrücken. Von daher kann das sein, dass so merkwürdige Geräusche manchmal entstehen. Das ist dann aber alles dem Ventilator zuzuschreiben, ne? Nur so mal ganz nebenbei. So, jetzt können wir uns auch dem Spiel widmen. Es ist natürlich wie immer dunkel. Was haben wir denn beim letzten Mal gemacht? Achso, wir müssen ein paar Sachen sammeln für einen Unterricht. Ah ja, in der Bibliothek. Belohnung, Voraussetzung, sammle die Handbuchseite im unterirdischen Hafen. Ah genau, es ist nur noch eine Handbuchseite und die holen wir uns dann jetzt auch. Ich hoffe, wir können das mal eben hier... Oh, wartet mal. Was ist denn hier? Interagieren. Okay, hier ist überhaupt nichts. Ah, okay, hier, guck mal. Oh, wartet mal. Eins ist dieses, dieser... Müssen wir die... zwei ist das? Dieser Mond? Hä? Wartet mal, ganz kurz. Hier ist gar nichts. Was waren jetzt 1 und was war 2? Hier sind keine, aber hier. 1 war dieses eine mit dem in der Mitte. Muss man das vielleicht so in der Reihenfolge anschalten oder mit Feuer? Contringo! Das kannst du aber besser! Und dann eigentlich haben wir 2 Dreien. Nee, doch nicht. 3 ist dann... Nee, wartet mal. Nee. 2 war der Mond. Scheibenkleister. Ich muss es wieder ausmachen. Ich habe keine Ahnung, ob ich das so richtig mache, ne? Ach, wartet mal. Das hier ist 1. So. 2 war der Mond, ne? Oder? Gehen wir nochmal gucken. Ich habe keine Ahnung, ob das so hier geht, ne? Und ich hatte das auch gar nicht, wie immer mal, nicht vor. Das ist hier die 2. Machen wir den auch mal an. Nein. So. Okay. Du bist 2. Du bist 2. Wieso geht der nicht an? Wieso geht der nicht an? Incendio. Okay, das ist auf jeden Fall 2. 3 ist dieses andere Zeichen hier. Das müsste dann das hier sein, ne? Das müsste 3 sein. Und dann ist das hier 4. Woran sieht man es denn?
Muss man das vielleicht auch erstmal anmachen? Incendio. Genau. Mhm. Okay. Warte mal, ich sehe das gar nicht. Das ist 3. So. Oh. Ah! Was? Löse die Geheimnisse von Hogwarts. Oh, ich kann da rein. Oh mein Gott, was habe ich getan? Oh mein Gott. Revelio. Oh mein Gott, guckt euch das an. Das wusste ich ja nicht. Das ist ja nice. Guck mal, so doof bin ich da nun doch nicht, oder? Cool. Haben wir alles? Ja, ne? Boah, wie geil. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Das habe ich auch beim letzten Durchlauf nicht gemacht. Ja, cool. Mehr gibt's nicht, ne? Was heißt, mehr gibt's nicht? Das genau, jetzt könnte man das so öffnen. Aber wir haben eine Herausforderung, ne? Wir haben eine Herausforderung. Genau. Hier ist noch eine gesperrte Herausforderung. Hier unten. Geheimnisse von Hogwarts. Und das hier ist für noch ein Geheimnis. Also es ist jeweils immer eins. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich das letzte Mal nicht hatte, auf jeden Fall. Cool. So, jetzt aber dann, ne? Jetzt aber. Können wir dann jetzt der Aufgabe weiter nachgehen? Und das machen wir dann hier. Ich kann nicht sehen, das ist das Problem. Wir gehen mal ein bisschen weiter weg. So, das muss ja hier unten sein. So, eine Handbuchseite oder was war das? Ja, nicht zu weit. Ach so, hier muss ich absteigen. Mitten im, ja, mitten im Wasser. Super. Und mitten in der Nacht. Ich hätte vielleicht erst hell machen sollen. Oh, ich bin da gerade voll begeistert. Ne? Toll. Da hätten wir auch so hin können. Irgendwie. So. Hallo, kann ich jetzt? Ja. Wo ist das? Irgendwo da war das. Oh, hallo. Die graue Dame. Ich würde ihr Hallo sagen, aber sie wirkt nicht sehr gesellig. Nee. Irgendwie nicht, ne? Tief unter dem Viadukthof befindet sich die Anlegestelle für die Boote, die die Erstklässler über den großen See nach Hogwarts bringen. Professor Weasleys Aufgaben sind fertig. Ich sollte zum Verwandlungsunterricht. Ja, machen wir gleich. Aber Revelio. Wir haben ja auch noch da vorne eine Kiste. Ist eine Augenkiste. Okay, dann mal schnell unsichtbar machen. Ich war's. Ja, so reagieren die meisten. So. Revelio. Das ist also der unterirdische Hafen. Wir reisen jetzt zum Viadukthof. Okay. Haben wir hier denn schon eine, aber wisst ihr was? Wir machen das jetzt mal hell. Mein Gott, das geht mir aber auch auf den Senkel. Immer diese Dunkelheit, ne? Das ist toll, es wird nicht besser. Ich denke, es ist soweit. Ja, es wird gleich, es ist schon morgen, glaube ich. Wir werden aber jetzt die Schnellreise nehmen. Was ist das? Wollen wir mal den Westturm... Nee, wir gehen jetzt hier hin. So. Nee, das ist wahrscheinlich falsch. So ein Mist. Ach, egal. Wir laufen jetzt den Rest. Kann ja nicht wahr sein, ne?
Aber ist das mit Professor Weasley, ne? Die haben wir lange nicht. Ja, die hatten wir lange nicht. Haben wir doch richtig. Revelio. Was war da ein Revelio? Egal. So. Sie haben einen neuen Zauberspruch, Professor? Ja, den Verwandlungszauber. Aber zuerst möchte ich, dass Sie ein paar Aufgaben erledigen, die Ihnen helfen, Ihr Handbuch zu vervollständigen. Kommen Sie zu meinem Verwandlungsunterricht, wenn Sie damit fertig sind. Dann fangen wir an. Was? Am Tag besuchen, okay. Das ist davor, oder was? Ja, deshalb wurde uns das gesagt. Aber ich hab doch schon geschlafen. Oh. Also, ich bin nur gestolpert, ne? Oh mein Gott. Ey, Leute. So. Bitte. Ruhe, bitte. Verwandlung, das können Sie sicher nicht mehr hören, ist eine Wissenschaft, die ewiges Üben erfordert. Aber seien Sie unbesorgt. Es kann fast alles verwandelt werden, wenn man nur das Potenzial darin erkennt. Wie das immense Potenzial, das ich in Ihnen allen sehe, wie Sie hier vor mir stehen. Vielleicht sehe ich auch nur schlecht. Das wird es sein. Nun, Sie wissen, was zu tun ist. Na schön, dann wollen wir mal. Furchtbar, wenn. Wundervoll gemacht. Der Unterricht ist vorbei. Schön. Und denken Sie daran, jetzt bloß nicht mit dem Lernen nachzulassen. Bevor Sie sich's versehen, sind die ZAGs da. Okay, das heißt, wir müssen diesen Zauber mal eben. Ich wollte hier eh was ändern. Ich wollte das dahin machen. Hier werden wir noch was anderes machen und hier wollte ich das eigentlich hier. Das machen wir wieder so. Bombarda kommt. Ich habe mich so an die Zahlen, wo diese Zauber sind, gewöhnt, dass ich mich hier, ja, dass ich mich sonst vertue, ne? So ungefähr. Hier die letzten beiden wollte ich aufbewahren. Immer, da müssen wir ja immer wechseln, ne? Wenn wir mal was brauchen, was nicht hier drin ist. Und dann kommt ja das noch, das möchte ich gerne auf jeden Fall noch hier haben, auf die zwei dann. Und ja, das habe ich beim letzten Mal irgendwie nicht bekommen. Ich weiß nicht, woran es lag. Habe ich es nicht gelernt oder ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir dann alles, ne? Bis auf das beides. Krass, oder? So, jetzt will sie wahrscheinlich, dass wir da irgendwas verzaubern. Was denn? Was könnte man denn da verzaubern? Naja, hier gar nichts. Sie wollten meinen bisherigen Fortschritt besprechen, Professor. Ja, Sie scheinen sich ohne Schwierigkeiten eingearbeitet zu haben. Und Sie haben in diesem Jahr hervorragende Leistungen gezeigt. Vielen Dank, Professor. Die Zusatzaufgaben waren sehr hilfreich. Wie ich es vermutet habe. Wie es scheint, haben Sie die Möglichkeiten, die Ihnen Ihr Handbuch bietet, hervorragend genutzt. Natürlich ist das Handbuch nicht der einzige Maßstab. Dieg sagt, dass Sie ein Einhorn gefangen und es in den Raum der Wünsche gebracht haben. Ein so seltenes Tier zu schützen, ist eine Leistung, auf die Sie sehr stolz sein können. Vielen Dank, Professor. Ich muss sagen, dass ich besonders beeindruckt bin von dem, was Sie erreicht haben, angesichts der Gerüchte über Ihre außerschulischen Aktivitäten. Hatte Ihr längeres Gespräch mit Mr. Ollivander, nachdem Sie Ihren Zauberstab erhalten hatten, oder die anschließende Durchsuchung der Eulerei mit Professor Fig zu tun? Entschuldigt bitte die kurze Störung, da
hat es geklingelt, war leider nicht mein Paket. Aber gut, ja. Ich muss mal eben kurz gucken. Ja. Professor Feig hat mich ermutigt, Erkundungen anzustellen, wann immer es möglich ist, um mein Handbuch zu vervollständigen. Verstehe. Ich bewundere Ihre Lernbegeisterung, aber denken Sie bitte daran, dass Ihre Klassenarbeit und Ihr Handbuch Sie umfassend unterrichten sollen. Das Jahr ist bald zu Ende und Sie wollen sich sicher gut auf Ihre ZAGs vorbereiten. Zuvor stelle ich aber mit einer Abschlussbeurteilung sicher, dass Sie bereit sind. Bis dahin, gut gemacht. Sie können gehen. Danke. Wenn Sie den neuen Spruch üben möchten, können Sie gern die Übungspuppe nutzen. Sie haben einen neuen Zauberspruch, Professor? Ja, den Verwandlungszauber. Aber zuerst möchte ich, dass Sie ein paar Aufgaben erledigen. Kommen Sie zu meinem Verwandlung. Naja, gut, das ist jetzt erst abgeschlossen. Okay, wir probieren's mal. Etwas über das Triptychon klar geworden. Treffen wir uns am Aussichtspunkt nördlich des verbotenen Waldes und ich erkläre es dir. Jetzt kommen erst wieder ganz viele Aufgaben, glaube ich, rein. Mein Plan mit dem Helm hat nicht funktioniert, aber ich habe noch eine Idee. Wir finden, was wir brauchen in einer Koboldmine südlich von Hogwarts. Kommen Sie dorthin mit jemandem, der Koboldogak spricht. Wenn ich mich richtig erinnere, erwähnte Amit etwas von Koboldogak. Ja, das hatte er. Okay. Revelio. Wo ist denn jetzt die... Kann man sie nochmal ansprechen? Nein. Okay. Gut, ja, dann haben wir das alles ja schon mal erledigt. Oh. Mehr brauchen wir nicht. So, wir gehen jetzt einfach mal kurz rein. Also die Mine und mit Amit sprechen. Nee, Sebastian. Und mit Amit sprechen. Ich glaube, wir sprechen erst mit ihm, weil er dann sich auf den Weg macht und erst dann haben wir die Möglichkeit. Ach, der ist da oben. Warte mal. So, dann müssen wir noch da oben latschen, ne? Ja, egal, machen wir jetzt. Und dann gehen wir zu Sebastian. Weil das mit der Mine ist ein bisschen. Ja. Ja. Ich glaube, dann kriegen wir auch die Erweiterung so ein bisschen von unserer. Warte mal, noch weiter hoch ist da. Dann kriegen wir die Erweiterung von unserer Map, also der Karte. So. Zack, zack, noch höher. Wie kommen wir noch höher? Da. Aus dem Weg, aus dem Weg. Revelio. So. Hier hätte ich ja alle. Ja, hier klingelt es ja auch nicht, siehst du? Oh Gott, warum musst du hier oben stehen, Junge? Wirklich. Oh, hallo. Hallo, Amit. Hi. Hast du nicht mal erwähnt, dass du Koboldogak sprichst? Habe ich. Ich meine, tue ich. Sprechen. Hat das was mit dem Kobold zu tun, mit dem ich dich in Hogsmeade gesehen habe? Genau. Er heißt Lodgok. Wir könnten deine Hilfe gebrauchen. Er wartet an einer Koboldmine auf mich. Wärst du bereit, mitzukommen? Natürlich. Wie aufregend. Ich meine, nun ja... Kann das gefährlich werden? Ich glaube, er will mir bloß etwas zeigen, das mit Koboldogak zu tun hat. Er ist ein Freund von Sirona, wenn das hilft. Das ist gut zu wissen. Wenn Sirona ihm vertraut, fühle ich mich gleich viel besser. Du sagtest, du sprichst Koboldogak, aber wie gut? Ich lese Koboldogak schon seit ich klein bin. Meine Eltern haben eine umfangreiche Bibliothek. Als ich von den Klassikern genug hatte, habe ich Koboldwerke verschlungen. Ich würde dir ja ein paar Titel nennen, aber die würdest du nicht verstehen. Hast du je direkt mit einem Kobold gesprochen? Tatsächlich nie. Ich bin ja so gespannt darauf. Ein echtes Gespräch in Koboldogak mit einem Muttersprachler. Ich kann es kaum erwarten, subtile Aussprachen und Klänge bestätigt zu bekommen, die mir vielleicht entgangen sind, so als Autodidakt. Lodgok wartet schon. Wollen wir? Sofort. Ich wollte nur kurz die Aussprache von ein paar Begriffen überprüfen. Wir sehen uns dort. Ja, wir sehen uns dort. Auftrag gestartet, genau. Aber da gehen wir dann jetzt direkt noch nicht hin, oder?
Ach komm, dann können wir es auch direkt machen. Oder zumindest anfangen, ne? So. Ne, Moment mal, wir haben noch ein bisschen was schon an Ausrüstung. Ja, wir müssen mal eben in den Raum der Wünsche, Leute. Weil wir müssen da noch ein bisschen was machen. Zum einen... Oh, obwohl ich genau da bin, glaube ich gerade, ne? Irgendwie. So, wartet mal. So. Das hier wollte ich machen. Okay. Dann wollte ich nochmal das hier tun. Hier ist nichts, was besser ist. Hier den haben wir neu. Aber ja. Da bin ich mit meinem zufriedener. So, da haben wir nichts, oder? Doch, aber was Schlechteres sogar. Hier haben wir auch nichts Besseres. Hier. Doch, das hier ist besser. Nur reduzierten Schaden durch dunkle Straßenköter. Imperio-Ziele verursachten zusätzlichen Schaden. Ja, aber das habe ich ja leider noch nicht. Ne? Egal, das kann man dann aber kurz verändern. Ich mache das dann mal wieder so. So, haben wir hier noch was? Ja, ist aber nicht besser. Hier würde ich so gerne was Besseres nehmen, damit ich nicht ewig hier in den Schlafanzug reinschauen muss. Genau, jetzt gehen wir zum Webtisch. Und verbessern jetzt... Boah, was war denn das jetzt? Hä, wieso habe ich... Achso, die habe ich, ne? Genau, Eigenschaften waren es, ne? Nein. Das war dann doch das hier. Wir haben das alles ja, außer jetzt die Phönixfeder. Genau. Das. Super. Da haben wir alles. Bei dem Hut haben wir auch alles. Da auch und da auch. Ja. So, den Rest verkaufe ich jetzt mal eben, bevor wir dann dahin gehen. So viel Zeit muss dann doch sein. Weil dann können wir halt eben so viel wie möglich kaufen, finden, wenn wir dann in so eine Mine gehen und alles. Ne? Und es ist dann nicht, ja, wie soll ich jetzt sagen? Wir haben dann nicht so schnell die Taschen voll. Wobei ich ja schon die Erweiterung durch Merlin habe, ne? Willkommen. Merlins Prüfung. Lassen Sie mich einfach wissen, habe ich ja schon ziemlich große Sachen. Hallo? So. Genau. Aber die paar Plätze mehr können jetzt auch nicht schaden, um ehrlich zu sein. So. Ich hoffe, der redet heute so wenig. Bis bald. Ja, hast gelernt, ne? Wo ich dir letzte Mal sagte, dass du bitte leise sein sollst. Gut. Sehr gut. So, womit soll denn jetzt hin überhaupt? Das ist ja alles nur Koboldgag mit der Mine. Ja, da gehen wir dann hier durch. Aber das ist nicht das, was ich... Ja, komm, wir machen lieber Sebastian erstmal. Der ist nämlich da. Da gehe ich jetzt, da gehen wir dann jetzt als erstes. Dann machen wir jetzt doch Sebastians Aufgabe zuerst. Und hinterher gehen wir nämlich auch auf die andere Seite. Und dann kann man das eine mit dem anderen verbinden. Aber jetzt... Für den Moment. So, ich weiß, dass die Folge jetzt nicht allzu lang ist und auch nicht super viel passiert ist, wobei ich ja schon froh bin, dass ich da dieses Dings... Oh. Ja, komm, wir gehen mal eben rüber. Dass ich da die von Hogwarts das Geheimnis entdeckt habe, ne? Und dann die Errungenschaft dafür bekommen habe. Das ist cool. Da hätte ich nicht mit gerechnet, als ich die Folge gestartet habe. Ja? So. Aber jetzt noch was anzufangen, halte ich für nicht gut. Weswegen ich die Folge dann hier jetzt beende. Also, ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.